Die Bundesliga geht wieder los 2022-23 und hier sind unsere Tipps dazu. Unter anderem mit Bremen-Wolfsburg. Werder ist wieder in der Bundesliga und auch Schalke 04. Wow. Genau, und damit zwei richtig gute Traditionsmannschaften wieder dabei in der Bundesliga und zwei richtig gute Traditionsmannschaften starten auch in diese Saison mit dem Spiel Bayern München gegen Eintracht Frankfurt am Freitagabend. Und die Bayern haben sich ja schon den ersten wichtigen Titel der Saison gesichert mit dem Supercup und die Frankfurter sind immerhin im DFB-Pokal relativ einfach in die zweite Runde gehüpft. Ja, und das sogar gegen einen namhaften Gegner mit Magdeburg, zumindest in der zweiten Liga. Bayern-Frankfurt, beide spielen Champions League dieses Jahr. Mario Götze hat bei beiden Teams jetzt schon dann gespielt. Also da gibt es ja einige Gemeinsamkeiten, die diese Teams haben. Aber du hast es eigentlich schon in unserer Vorbesprechung angesagt. Du sagst ja, Bayern zermalmt dieses Jahr wieder alles, auch ohne Lewandowski und vor allem auch am ersten Spieltag. Oder ist Frankfurt der Stolperstein, der es die letzten Jahre schon hin und wieder gewesen ist? Wir haben hier die klaren Quoten Bayern auswärts eine 1,5. Das kommt der ganzen Sache relativ nahe. Der einzige Punkt, den die Frankfurter vielleicht zu hoffen haben, ist, dass sie ja gegen die Bayern in der vergangenen Saison und auch im Jahr davor immer ein Spiel gewinnen konnten und insgesamt in den letzten 5 Jahren immerhin 4 Spiele gegen die Bayern gewinnen konnten und jetzt zu Hause natürlich auf dieses Spiel hinfiebern. Ob die Qualität reicht, das wird die Frage sein, denn Frankfurt hatte ja 2 Gesichter, das Bundesliga-Gesicht und das internationale Gesicht und in der Bundesliga, muss man sagen, war das nichts letztes Jahr und deswegen schätze ich auch, dass die Bayern hier dieses Spiel natürlich standesgemäß gewinnen werden, wenn auch vielleicht knapp, wie das die Ergebnisse auch in der Vergangenheit gegen Frankfurt gezeigt haben. Ja, also es gibt ja 2 Sachen zum ersten Spieltag gerade. Zum einen würde ich sagen, Tendenzen am ersten Spieltag sind sehr gefährlich zu tippen. Auf der anderen Seite eine 1,5 auf Bayern hat in der Bundesliga immer Value. Kann man sich jetzt selber überlegen, was man macht. Ja, wir geben unsere Tipps natürlich hier bei Oddspedia ab. Macht euch ein Profil rechts oben, könnt ihr euch ein Profil machen und dann hier entscheiden, wer gewinnt. Wir sagen, die Bayern gewinnen. Und können das hier einloggen und sehen dann in unserem Profil alle Tipps. Wenn ihr uns folgt, Radek Vegas und Chris Custodian, dann könnt ihr sehen, was wir tippen und werden daraus im Laufe der Saison dann natürlich auch eine kleine Challenge zwischeneinander machen. Es gibt auch die Möglichkeit zu tippen, ob über oder unter 2,5 Tore fallen. Die Überquote ist lächerlich, unter vielleicht sogar ein bisschen attraktiv für das erste Spiel der Saison, beides aber nicht vorhersagbar, deswegen Finger weg. Und ob beide Teams treffen, könnte man sich gut vorstellen, aber die Quote ist auch leider zu schlecht. Deswegen no bet, wenn dann eine kleine Wette auf die Bayern auf Sieg, was allerdings nicht wirklich lukrativ ist. Genau, dann gehen wir zum nächsten Spieltag und man muss da eine Sache noch sagen, tippen ist nicht gleich wetten. Aha. Borussia Mönchengladbach gegen die TSG Hoffenheim. Ja, Radek, was erwartest du von der Borussia? Da gibt es ja jetzt auch wieder neue Besen. Der Kader, ja, ein bisschen verändert. Aber kann Gladbach aufschließen zu den Jahren davor oder machen sie da weiter, wo sie letztes Jahr waren? Schwierig zu sagen. Hoffenheim ist auf jeden Fall auch so ein Team, was mal hopp, mal top ist. Das ist ein Spiel, wo ich allein schon von den Namen her Tore erwarten würde. Aber eine Siegwette oder ein Unentschieden würde ich hier beides von Abstand halten. Und du? Ja, das ist eigentlich ein Spiel, bei dem es nach Unentschieden ruft. Allerdings muss man hier sagen, du hast schon gesagt, Gladbach hat vielleicht neue Besen, aber sie haben vor allem eigentlich eine Mannschaft, die auch letztes Jahr schon sehr gut war in manchen Spielen, aber eigentlich eine sehr enttäuschende Saison gespielt hat unter Adi Hütter, der jetzt weg ist und bei Hoffenheim ebenfalls ein neuer Trainer. Und das ist, glaube ich, eher der Punkt, dass ich Hoffenheim hier schwächer einschätze und Gladbach zu Hause zumindest immer eigentlich ganz gut performt hat. Und wir sehen, das letzte Spiel war erst im Mai, das ist gerade mal 3 Monate her. Klar war das auf der Schlussgerade der Saison, dass es für beide Mannschaften nicht mehr um viel ging. Aber das ist natürlich ein Punkt, auch in dem sich dann vielleicht auch die Qualität widerspiegelt. Und ich denke, Gladbach wird definitiv eine bessere Saison hinlegen als in der vergangenen Saison.
Haben jetzt immerhin Rödinghausen vom Platz gefegt in einer unnachahmlichen Manier mit 2-0 im Pokal. Das muss man erstmal machen. Und deswegen gehe ich hier wirklich von einem Gladbacher Heimsieg aus. Die Quote mit 2,2 gerade so an der Grenze des Attraktivseins, höher hätte ich es mir gern gewünscht. Kann aber jeden verstehen, der hier einfach auf ein Unentschieden geht. Mit einer geringen Einsatzhöhe, mit einer Viererquote kann man da auch nichts falsch machen. Aber ich sage, Gladbach wird diese Saison wieder in die internationalen Plätze vorstoßen. Deswegen müssen sie hier am ersten Spieltag gut performen. Du hast auch gesagt, es hört sich nach einem Übertorspiel an, auf jeden Fall. Und beide können treffen, aber dafür gibt es kein Geld. Deswegen wetten wir nicht drauf. Ja, für mich beide. Also mein Tipp ist auch Gladbach-Sieg, aber bevor ich auf eins dieser beiden Teams wetten werde, werde ich auf jeden Fall 3-4 Spieltage abwarten. Im Pokal gab es ja die eine oder andere Überraschung. Freiburg-Augsburg das nächste Spiel. Die Freiburger haben sich knapp durchsetzen können gegen den 1. FC Kaiserslautern und spielen jetzt gegen Augsburg. Und die Augsburger habe ich dieses Jahr noch mehr im Abstiegsstrudel drin als in den Jahren davor. Ich glaube, hinten wird es generell ausgeglichen. Ich sehe nicht, dass sich Augsburg verbessert hat vom Kader. Freiburg muss man auch wieder abwarten. Ist es der Freiburg der vergangenen Jahre oder passen die sich mal ihrem theoretischen Niveau an? Schwierige Geschichte. Die Quote auf Freiburg finde ich nicht gut. Da würde ich mindestens eine 2-6 sehen wollen, damit sich so ein Asian Handicap 0 auf Freiburg lohnt. Aber zum ersten Spieltag erwarte ich bei diesem Spiel tatsächlich ein Unentschieden mit wenig Toren. Und du? Ja, das hört sich hier auf den ersten Blick jetzt nicht sonderlich attraktiv an. Tut mir aber den Freiburgern vielleicht auch ein bisschen Unrecht. Die Quote finde ich gar nicht so schlecht, weil du hast es auch gesagt, Augsburg wird dieses Jahr noch krassere Probleme bekommen als in der vergangenen Saison. Da hat der Weinzierl ja von sich aus aufgehört. Was macht Augsburg? Holt einen Trainer, den keine Sau kennt. Für mich auch der erste Entlassungskandidat, wurde schon in unserem DFB-Pokal-Video in den Kommentaren gefragt. Danke dafür. Was sagt ihr? Wer sind die drei Absteiger oder zwei Absteiger in der Saison? Augsburg für mich ein ganz brenzliges Team, wie du auch schon gesagt hast. Deswegen muss man eigentlich davon ausgehen, dass die Freiburger hier nicht nur wegen der letzten Saison besser sind, sondern auch allgemein, weil da etwas wächst und gewachsen ist und auch trotz der schweren Abgänge immer noch ein gutes Team, bei dem die Chemie stimmt. Und das muss Augsburg erst beweisen. Da müssten sie schon eine Sensation schaffen, damit sie jetzt hier konkurrenzfähig wären. Also für mich reicht diese 2,2 auf die Freiburger. Ich bin gespannt, was du dann in deinem Account hier bei Otspedia einloggst. Tore, das ist ein Coinflip. Kann man nicht wissen, also weiß man wirklich nicht. Beide Teams treffen, würde ich fast nein sagen, weil ich jetzt irgendwie davon ausgehe, dass vielleicht nicht so viele Tore fallen und ein Team, Augsburg, nicht so viele Tore schießt. Aber gut, die bessere Wette finde ich einfach den Freiburg-Sieg, gibt auch eine höhere Quote, deswegen ab dafür. Union Berlin gegen Hertha. Hertha ist bei mir auf dem Abstiegszettel, einfach weil sie jetzt schon in die B-Pokal gezeigt haben, dass sie sich nicht verbessert haben. Sie haben einen hochseriösen Trainer eingestellt mit Sandro Schwarz, den finde ich eigentlich ganz cool, aber er hat halt auch gleich mal gegen Eintracht Braunschweig abgekackt und ich glaube, da waren sie sogar 2-0 vorne und haben nicht mal das nach Hause bringen können. Jetzt gegen Union Berlin, die haben sich auch im DFB-Pokal schwer getan, aber dann letztendlich doch gegen Chemnitz gewonnen. Fand's krass, wie viel Auswärtsfans dabei waren im DFB-Pokal von Union, wobei Chemnitz jetzt nicht so weit weg ist. Also, Hertha wird eine ganz, ganz, ganz schwierige Saison und ich sehe die so ein bisschen wie den HSV. Die haben es jetzt ein paar Mal geschafft, über die Klippe zu springen. Jetzt, dieses Jahr, sind sie aber dran, weil einfach nichts dafür spricht. Das ist weiterhin kein Team. Nichtsdestotrotz, jetzt im ersten Spieltag gegen Union Berlin, wenn du dir die Quoten anschaust, Radek, Derby, da ist schon ein Unentschieden drin. Gerade auch, weil es der erste Spieltag ist und Union muss sich auch erstmal formieren und du zeigst es an, normal gewinnt Union das safe und genau deshalb ist X2 vielleicht eine potenziell gute Wette. X2 würde aber heißen, dass Hertha unentschieden spielt oder gewinnt und Union ist ja die Heimmannschaft und die haben die letzten drei Spiele im Derby für sich entschieden und sind natürlich auch die Nummer 1 in der deutschen Hauptstadt. Hertha ohne Magath eigentlich schon, die können eigentlich schon für Liga 2 planen. Das war ja der einzige Grund, warum Hertha es überhaupt noch geschafft hat. Felix Magath, die Trainerlegende,
Also hier kann man auf den Sieg von Union wetten, aber jetzt das große Aber. Man hat ja immer irgendwo im Hinterkopf, ja, Big City Club, viele Millionen, viel Potenzial und deswegen die alte Dame, einfach eine der größten Unbekannten in der Saison. Union auf der anderen Seite jetzt die letzten Jahre einfach extrem overperformed. Halten die dieses Niveau wirklich? Ist das die Realität oder lag es auch daran, dass viele andere Mannschaften, die da eigentlich vorgesehen waren, wie Hoffenheim oder auch Frankfurt oder you name it, Gladbach, dass die einfach schwach waren und deswegen Union mit einer guten Saison sich da oben festbeißen konnte? Man weiß es nicht. Die 1,86 finde ich deswegen ein bisschen zu gefährlich und zu schwach. Könnt mir aber vorstellen, weisen Hauptstadtderbys, weil beide Teams von den Fans nach vorne gepeitscht werden, dass hier Tore fallen. Deswegen gefällt mir diese über 2,5er Quote mit 1,98 extrem gut. Das wäre für mich eine Wette. Dann muss man sich nicht für eine Mannschaft entscheiden, die dieses Spiel gewinnt. Ja, und nichtsdestotrotz, ich glaube aus genau den genannten Punkten von dir, dass X2 eine ganz gute Wette ist. Ach so. Ja, hat die Argumentation jetzt nur nicht so hergegeben, wenn du sagst, Hertha steigt ab und deswegen wetten wir drauf. Naja, sie werden ja nicht mit 0 Punkten absteigen, so fair bin ich dann auch. Ja, das hat man von Fürth auch immer gedacht und am Ende haben die dann sogar Spiele gewonnen, genau. Ja. Unter anderem gegen Union Berlin übrigens. Aber eine der Überraschungsteams der vergangenen Saison war ja definitiv der VfL Bochum. Haben jetzt natürlich im zweiten Jahr in der Bundesliga nach dem Aufstieg immer so ein bisschen schwierigere Karten. Mainz hingegen war besser als erwartet lange Zeit, hat ein super Jahr 2021 hingelegt, wo Mainz, wenn man nur dieses Jahr 2021 saisonübergreifend betrachtet, eine der Top 6 Mannschaften der Bundesliga war. Und dann war aber 2022 auch ein bisschen die Luft raus und die Mainzer haben sich eher wieder so dahin bewegt, wo sie eigentlich erwartet werden. Und auch beide Mannschaften unmöglich jetzt einzuschätzen nach diesen DFB-Pokalspielen, die sie ja beide mit 3:0 gewonnen haben. Also ein Unentschieden liegt da auf der Hand. Ja, lass doch einfach mal auf beide Treffen gucken. Ich wüsste jetzt hier auch nicht, was Mainz macht. Würde mich nicht wundern, wenn die gewinnen. Würde mich nicht wundern, wenn sie verlieren. Das haben sie nämlich letztes Jahr auch getan. Und ich glaube, dass es torreich wird. Beide Treffen finde ich eigentlich mit einer 1,78 sehr gut. Ja, davon müsste man halt ausgehen, dass halt auch Bochum so on fire ist wie in der vergangenen Saison. Das kann man noch nicht so wirklich sagen. Sie haben in der Vorbereitung ja schon ein paar gute Spiele auch gemacht, muss man sagen. Aber die Mainzer sind halt dann Wackelkandidat. Haben gegen Frankfurt nicht getroffen, gegen Beşiktaş nicht getroffen. Und naja, also ganz schwer zu sagen. Ich würde da einfach die Finger weglassen. Du loggst in deinem Account ein beide Treffen ein. Was sagt ihr dazu? Schreibt eure besten Wetten auch in die Kommentare. Was bei dem Spiel, ob das ein Kandidat ist für eine gute Wette, das überlasse ich euch dann. Und dann haben wir ein Nordderby, Wolfsburg gegen Bremen. Und da überlasse ich doch dem großen Bremen-Fan das Feld. Ja, der große Bremen-Fan hat ein bisschen Angst vor dieser Saison, weil ich sehe den Kader jetzt nicht unbedingt Bundesliga-tauglich. Also ich freue mich sehr, dass Werder Ole Werner als Trainer gefunden hat. Ich freue mich sehr, dass sie jetzt wieder in der ersten Liga sind. Ich freue mich sehr, dass sie gegen Energie Cottbus, gegen Pele Wollitz Cottbus gewonnen haben. Aber Wolfsburg ist natürlich auch eine Hausnummer, jetzt mit neuem Trainer. Wir haben einen Kovac wieder auf der Bank. Weiß nicht, ob das so die beste Entscheidung der Wolfsburger sind, weil die Spieler ja doch eher aus meiner Sicht getätschelt werden möchten und nicht so den Schleifer- und autoritären Trainertypen bevorzugen. Die Vorbereitung, du zeigst es mir an, war natürlich Bombe, aber es zählt auf dem Platz, wenn es in den Pflichtspielen notwendig ist und 1-0 gegen Jena kann man jetzt auch feiern, muss man aber nicht. Ich erwarte auf jeden Fall eine super schwierige Saison für Werder. Hoffe, dass wir vielleicht eine Überraschung hier in Wolfsburg sehen, glaube aber nicht daran und finde die Wolfsburger Quote mit einer 1,9 eigentlich, wenn man mich zwingen müsste, würde auf dieses Spiel zu setzen, würde ich auf einen Heimsieg von Wolfsburg gehen, aber ich hoffe, dass Werder punktet. Ja, das ist halt das Problem, wenn man ein bisschen parteiisch ist, was du ja bist und trotzdem aber Wolfsburg stärker siehst. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass man auf Wolfsburg setzen sollte. Wenn man jetzt neutral ist,
Klar, hast es alles gesagt. Die Wölfe ganz schwach letztes Jahr mit Kovac jetzt immer in der Vorbereitung. Gewonnen, 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 gewonnen und so weiter. Deswegen ein Sieg auf jeden Fall mit einer 1-9, eine gute Wette. Ich habe so ein bisschen, weiß nicht, das ist eher so esoterisch. Wenn ich in mich hineinhorche, sehe ich ein 1-1. Mal schauen, ob mich meine Kristallkugel im Schädel ein bisschen an der Nase rumführt oder ob das dann wirklich ein 1-1 wird. Mal schauen. Unentschieden wetten machen wir immer gerne. An diesem Spieltag haben wir uns bisher noch zurückgehalten. Ist ja auch der erste Spieltag, wo man jetzt einfach noch nicht viel sagen kann. Also wir lassen da gerne mal 5, 6 Spieltage ins Land ziehen, bevor wir dann mal auch richtig drauf wetten. Ein interessantes Spiel aber auf jeden Fall mit Dortmund gegen Leverkusen. Beide wollen in die Champions League und beide sind ja auch de facto in dieser Saison in der Champions League. Und beide haben wirklich von den Namen her ein tolles erstes Topspiel am ersten Spieltag. Das gefällt mir. Leverkusen gleich mal rausgefallen aus dem DFB-Pokal und das gegen Elversberg, wo du denkst, das ist doch nach Elfmeterschießen passiert bei einem 4 zu 3. Aber nein, sie haben es tatsächlich geschafft, 4 Tore im DFB-Pokal gegen eine unterklassige Mannschaft zu kassieren und dementsprechend sauer war der ein oder andere Spieler auch im Interview danach. 60 München hatte keine Chance gegen Dortmund. Dortmund muss ja jetzt ohne Haller auskommen. Sehr, sehr schade und gute Besserung natürlich an den Kollegen. Was erwarten wir von Dortmund dieses Jahr, Radek? Ich glaube, dass wir dieses Jahr ein Dortmund sehen werden, was vor allem seinen ehemaligen Trainern und vielleicht auch Erling Haaland eins nicht auswischen möchte, aber zeigen möchte, dass sie wirklich jetzt an der Spitze mithalten können. Und da wäre doch ein Sieg gegen Leverkusen gleich mal ein guter Start. Finde ich auch geil, dass du eine Frage an Radek stellst und dann selber beantwortest. Aber das sehe ich genauso. Ich denke auch, dass Leverkusen mit dieser Niederlage im Pokal mal wieder gezeigt hat, dass sie eigentlich besser dastehen und besser sein wollen, als sie dann auf dem Platz auch wirklich sind. Ich hatte eigentlich irgendwie das Gefühl, Leverkusen könnte in der Saison wirklich durchgreifen und noch besser spielen und vielleicht sogar beim Tippspiel habe ich sie irgendwie so als Herbstmeister, weil sie eigentlich immer eine gute Vorrunde gespielt haben und für Bayern auf Herbstmeister kriegst du halt einfach nicht viel ja, Props, aber wenn du auf Leverkusen als Herbstmeister gehst, das ist eine gewagte Wette, aber dann enttäuschen die gegen Elversberg. Jetzt darf man ein Spiel auch nicht zu hoch hängen, aber es kommt natürlich zur denkbar blödesten Zeit und Dortmund hat gut sich verstärkt, muss unter Terzic jetzt erstmal einen guten Start hinlegen, damit der nicht von vornherein so krass unter Druck steht und es heißt, ja, jetzt haben wir den guten Rose gehabt und haben ihn durch so einen Amateurtrainer ersetzt. Das war in meinen Augen eine der größten Fehlentscheidungen überhaupt und Dortmund hat sich keinen Gefallen damit getan, wird in dieser Saison wahrscheinlich nicht Vizemeister werden. Jetzt sage ich nicht, ob ich denke, sie werden Meister oder schlechter als Zweiter, das lasse ich offen, um dann am Jahresende zu sagen, ja, hört euch das an, was ich da gesagt habe. Ich habe gesagt, die werden nicht Vizemeister, der Prophet hat gesprochen. In dem Spiel sage ich, Dortmund gewinnt, mehr kann man dazu nicht sagen. Muss man drauf setzen bei der Quote und den Leverkusener Ergebnissen zuvor. Danke. Dann haben wir am Sonntag zwei noch sehr interessante Spiele, muss man auch sagen. Stuttgart gegen Leipzig hört sich besser an, als es ist. Die Leipziger haben gegen Bayern im Supercup in der ersten Runde extrem schwach ausgesehen oder haben die Bayern einfach so überragend gespielt? Haben dann, weil die Bayern nachgelassen haben, noch ein paar Tore geschossen. Okay, das kann man mal machen. Vom Kader her hätte ich Leipzig auch wesentlich besser erwartet im Supercup schon und auch in der vergangenen Saison. Unter Tedesco ging es ja dann am Ende doch noch bergauf. Aber ist das wirklich dann ja so viel, dass sie um die Meisterschaft mitspielen können. Also das kann, glaube ich, auch in dieser Saison keiner. Da brauchen wir uns nichts vormachen, außer Bayern. Und nichtsdestotrotz halte ich Stuttgart für eine der auch am stärksten abstiegsgefährdeten Teams. Und diese Quote auf Leipzig gefällt mir mit einer 1,83. Dir, Chris Custodian? Ja, Radek, du hast jetzt gleich in dem
Folgesatz oder Folgespiel gesagt, dass Bayern Meister wird und dementsprechend nimmst du deine Prophetenstatus-Aussage bezüglich. Ja, aber das schneide ich dann schon so. Clever, sehr clever. Oder YouTube-Video löschen, so tun, als hätten wir in der Vergangenheit diverse Sachen nicht gesagt. Ich mach's kurz, ich glaube auch, Leipzig gewinnt das, besserer Kader, Stuttgart ist vom Namen her besser als in der Realität. In der letzten Saison war es ja so, dass nach langer Auswärtsflaute Leipzig in Stuttgart dann den Dreier geholt hat und hier werden sie es wieder machen und 1-8 ist einfach Value, Punkt. Wahnsinn. Auch die über 2,5 gefällt mir sehr gut mit 1,84, weil Leipzig kriegt gerne Tore rein, 5 gegen Bayern. Warum soll nicht Stuttgart auch hier im Tor schießen? Und Leipzig schießt vor allem Tore. Was die da an Spielern auf dem Platz haben, die müssen einfach Tore schießen. Und deswegen diese Quote viel zu hoch dafür, wie eigentlich die Chancen dafür stehen. Und das nennt man Value. Gibt's Value bei Köln gegen Schalke? Oh mein Gott, Köln auch aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Gegen Regensburg. Wie übrigens in der vergangenen Saison, oder? Sind sie da doch auch an Regensburg gescheitert? Oder das ist schon länger her? Sorry, hab's jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Jedenfalls sind sie raus. Und das ist natürlich ein denkbar schlechter Saisonstart. Schalke als Neuling in der Liga, von den Quoten her Außenseiter. Vielleicht Value sogar auf dem Neuling. Ja, für Köln wird es jetzt auf jeden Fall die schwierigste Saison nach dieser ganzen Euphorie. Dann auch jetzt noch vielleicht das internationale Geschäft. Der DFB-Pokal ist vielleicht zum richtigen Zeitpunkt, so blöd es klingt, vor der Saison ein guter Dämpfer, dass sie 100% jedes Spiel geben müssen, um an die Vorsaison anknüpfen zu können. Mein Schwager ist hier gerade zu Besuch, der hat gesagt, Schalke macht das, der ist Schalke-Fan, sowas gibt es auch noch in der heutigen Zeit, selbst als sie in die zweite Liga abgestiegen sind. Mhm. Ich halte von dem Kader ein bisschen weniger noch als von Werder, also ich mache mir echt um Werder und Schalke beide Sorgen, hoffe aber, dass irgendwie diese beiden Traditionsclubs drin bleiben. Ja, zu dem Spiel habe ich keine Meinung. Hm. Dafür ist Köln einfach zu enttäuschend jetzt gewesen. Ja, und aber wenn schon ein Schalke-Fan sagt, dass Schalke gewinnt, also der muss ja ein Experte sein dann. Also ja, da würde ich jetzt einfach mal auf einen Schalke-Sieg bei 4,6 eine Vierteleinheit setzen, nur dafür, dass wir wollen, dass Schalke hier einen guten Saisonstart hat. Und eine Vierteleinheit ist bei der Quote gar nicht mal so verkehrt. Wir haben übrigens im DFB-Pokal auch darauf gesetzt, dass Köln dieses Spiel nicht gewinnt. Wer meine Tipps nachverfolgen will, kann das im Profil machen. Ich habe ein X gesetzt und hier sage ich, die Schalke gewinnen und das wäre doch eine interessante Sache. Und damit sind wir durch beim ersten Spieltag. Wir fassen die Wetten an diesem Spieltag nochmal kurz zusammen. Tatsächlich haben wir uns dann doch auf 4 Siegwetten geeinigt. Keine Asian Handicaps oder so Schnickschnack, weil auch wenn es der erste Spieltag ist, wenn wir da gar nichts setzen, macht es ja keinen Spaß, Radek. Und ich freue mich, wenn du die 4 Siege zusammenfasst. Sehr gerne. Wir haben gesagt, Gladbach gewinnt zu Hause gegen Hoffenheim, Quote 2,2. Wir sagen, Wolfsburg gewinnt auch zu Hause gegen Bremen, 1,9 die Quote. Wir sagen, Dortmund gewinnt zu Hause gegen Leverkusen, 2,2. Eigentlich eine super Quote, meine Lieblingswette an diesem Spieltag. Und die Safe Bet an diesem Spieltag ist dementsprechend Dortmund Asian Handicap 0 bei einer Quote um die 1,6, so in der Art. Außerdem haben wir noch einen Auswärtssieg der Leipziger in Stuttgart mit einer 1,84 um den Dreh. Was sagt ihr dazu? Schalke. Schreibt eure besten Tipps in die Kommentare und dann die High-Odds-Quote an diesem Spieltag mit hohen Quoten. Schalke-Sieg und das in Köln mit einer Quote von 4,6. Viel das Erfolg. Viel Spaß. Zusammenfassung der Wetten vom ersten Spieltag. Gute Zeit euch, ein wunderschönes erstes Bundesliga-Wochenende bei schönem Wetter, Gesundheit, Spaß und abonniert uns doch.